Guten Morgen, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen zu 1:1. Hannelore Kraft ist abgewählt. Die Grünen haben ihr Ergebnis halbiert und Schwarz-Gelb hat eine Mehrheit. Die NRW-Landtagswahl ist ein Paukenschlag, den so die meisten vor einigen Wochen noch gar nicht für möglich gehalten hätten. Und hier in Berlin redet eigentlich niemand mehr über den Schulz-Effekt. Stattdessen gibt es Erste in der Union, die davon schwadronieren, dass ja jetzt die Bundeskanzlerin möglicherweise mit einer absoluten Mehrheit im Amt bestätigt werden könnte. Was bedeutet also dieses NRW-Wahlergebnis für den Bundestagswahlkampf und für die Wahl im Herbst? Britta Hasselmann ist erste parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen. Guten Morgen. Guten Morgen. Wo waren Sie am Sonntag um 18 Uhr und was ist Ihnen in dem Moment in Ihnen vorgegangen, als Sie das Ergebnis gesehen haben? Ich stand im Kitt am Rhein, 100 Meter von dem Landtag entfernt, mit dem Landesvorstand, der Spitzenkandidatin Silvia Lörmann und Katrin Göring-Eckardt und vielen aus der Fraktion und Regierungsmitgliedern vor dem Bildschirm. Ja, und wusste, was auf uns zukommt, weil man ja immer vorher als Partei vielleicht schon mal ein paar Informationen oder Einschätzungen über Nachwahlbefragungen kriegt. Und das war ein ziemlich schwerer Abend für uns. Es war eine bittere Niederlage für uns Grüne, die Koalition abgewählt. Und das stimmt schon sehr nachdenklich. Wir haben jetzt in Nordrhein-Westfalen eine schwere Zeit als Grüne. Wir haben viel zu diskutieren, zu analysieren und in Ruhe aufzuarbeiten, wie es nach 7 Jahren Regierungsbeteiligung als starke grüne Fraktion und Regierungsmitgliedern dazu kommen konnte. Und ja, das stimmt mich insgesamt sehr nachdenklich. Was ist denn falsch gelaufen? Also ich glaube, man kann das nicht einfach mit irgendeinem Grund erklären. Das wäre viel zu, da würde man sich das viel zu leicht machen. Wir haben 7 Jahre regiert und haben im Grunde genommen eigentlich sogar eine ganz gute Erfolgsbilanz vorgelegt. Wir waren aber innerhalb dieser Regierung, glaube ich, zu wenig erkennbar als Grüne. Was waren die grünen Akzente, die wir gesetzt haben? Das ist nicht deutlich geworden. Dann hatten wir zum Zweiten die ganze Auseinandersetzung um die Bildungspolitik und die Inklusion. Jede und jeder von uns ist versiert im Thema Bildungspolitik, war selbst mal in der Schule, hat Kinder, ist Pädagogin oder Lehrerin. Und es gab sehr viele Auseinandersetzungen darum, wie wir die großen Herausforderungen in der Bildungspolitik, in der Inklusion gestalten, obwohl wir jede Menge Investitionen und auch Geld im Sinne von Stellenschaffung geschaffen haben, war das doch ein sehr kritisch begleitetes Themenfeld. Und als Drittes haben wir auch, ist es der damaligen Opposition sozusagen den Herausforderern oder anderen Parteien gelungen, uns in so eine Art Wirtschaftsverweigerer Rolle zu drängen, was die notwendige Auseinandersetzung im Bereich der Ökologie und der ökologischen Modernisierung geht. Das sind nur einige Fragen, ja. Und das kann man halt nicht so einfach erklären. Das braucht auch noch eine Zeit und eine tiefe Betrachtung. Sie haben gerade gesagt, die Grünen seien nicht sichtbar gewesen, aber bei der Bildungspolitik, das war das wichtigste Thema im Wahlkampf, haben Nachwahlbefragungen ergeben. Da waren Sie ja dann doch sehr sichtbar. Also ist das einfach nur eine falsche Bewertung der Medien gewesen oder glauben Sie, dass einfach beim Thema Inklusion auch viel falsch gelaufen ist? Beim Thema Inklusion stehen wir, glaube ich, erst am Anfang. Man kann nämlich nicht hingehen und sagen, wir unterzeichnen als Land die UN-Konvention für Menschen mit Beeinträchtigungen, ratifizieren die und tun danach nichts. Von daher war das eine große Herausforderung, die Silvia Lörmann und die Grünen in Nordrhein-Westfalen angenommen haben, und zu sagen, ja, das ratifiziert man nicht einfach mal so und tut danach nichts, sondern wir setzen das Thema Teilhabe, Inklusion auch an Schulen in unsere Bildungspolitik um. Und dass es da natürlich ganz viele Umbrüche, Reibungsverluste gibt, das weiß ich doch als Sozialarbeiterin ganz genau. Und dass das ein Prozess ist, der jetzt auch ziemlich lange noch dauern wird. Aber wir müssten uns da auf den Weg machen, das war richtig, das zu tun. Aber Sie haben recht, es hat viele Auseinandersetzungen darüber gegeben und Reibungspunkte öffentlich.
die grünen Erfolge meine ich bezogen darauf, wir haben sehr viele Sachen auch im Bereich der Ökologie, des Naturschutzes, der Umweltthemen, der Frage Gewalt gegen Frauen oder anderer Themen, wo wir auch Ressortverantwortung hatten durch den Gesundheitsbereich mit Barbara Steffens oder Johannes Remmel als Umweltminister. Da haben wir viele kleine Erfolge vorzuweisen, aber wir haben unsere grünen Akzente in der Regierung nicht umgesetzt, deutlich machen können. Aus Staatsweiler zum Beispiel sind Sie ausgestiegen? Aus Staatsweiler sind wir ausgestiegen. Das ist ein sehr, sehr gewichtiger Punkt gewesen. Wir haben auch sehr gerungen um viele, viele Positionen mit der SPD, weil wir sind ja zwei sehr unterschiedliche Parteien und die SPD ist tradiert, sehr strukturbehaftet in Nordrhein-Westfalen. Da haben wir gerade um die Themen der ökologischen Modernisierung, der Landesentwicklungspläne, des Klimaschutzgesetzes, was Johannes Remmel auf den Weg gebracht hat, sehr starke Auseinandersetzungen gehabt. Aber die grünen Akzente, die hätten wir vielleicht auch stärker nach außen arbeiten müssen. Sie haben gerade schon diese tradierte SPD angesprochen, die ja in NRW auch sehr kohlenah zum Beispiel ist. Genauso im Übrigen wie die CDU in NRW. Jetzt sind Sie abgewählt worden, Ihre Regierung ist abgewählt worden. Und es zeichnet sich ein schwarz-gelbes Bündnis ab, das ja jetzt auch nicht unbedingt bekannt dafür ist, dass es besonders kohlefeindlich ist oder da einen Strukturwandel hinbekommen möchte. Ist das was, was Sie besonders schmerzt, dass Sie das Gefühl haben, in NRW spielt jetzt Umwelt- und Klimaschutz eigentlich überhaupt keine Rolle mehr? Ja, das ist ein ganz, ganz großes Problem und da mache ich mir auch richtige Sorgen, dass unser Bundesland an der notwendigen Bearbeitung des Themas Klimaschutz, der Verkehrswende. Wir sind ein besonders betroffenes Land, wenn es um die Luft, die saubere Luft geht, wenn es um die Stickoxidbelastung geht. Und wenn man sieht, wie sich FDP und CDU hier aufgestellt haben, programmatisch in diesem Wahlkampf und das alles abgetan haben, jetzt, um mal den Lindner zu zitieren, mit Remmelkrempel, der kommt alles weg. Ja, das sind ganz wichtige Fragen im Gesundheitsschutz, im Umweltschutz, im Verbraucherschutz, wo ich mir große Sorgen mache. Und gerade beim Kohleausstieg, da waren wir Grünen konsequent. Wir haben gesagt, es müssen die 10 dreckigsten Kohlekraftwerke, die müssen vom Netz in den nächsten Jahren. Und wir müssen hier deutlich machen, was wir uns vornehmen für die Zukunft. Da sagt doch die CDU, hat sich da eigentlich eher der SPD angepasst inzwischen in der programmatischen Aufstellung, was die Kohlepolitik angeht. Und deshalb ist es ganz richtig, da wird eine starke grüne Stimme fehlen in der Regierungsbeteiligung. Aber es hätte ja auch sein können, dass Sie zum Weiterregieren, dann hätten Sie aber Jamaika zum Beispiel nicht ausschließen dürfen. Jetzt ist es so, dass Schwarz-Gelb eine Mehrheit im Landtag haben kann. Ich hoffe auch, da gibt es, wie Laschet so sagt, einen Regierungsauftrag. Die führen Sondierungsgespräche, sollen sie jetzt auch machen und dann schnell in die Gänge kommen. Wir haben gesagt, wo wir inhaltlich stehen und wo wir uns vorstellen können, unsere grünen Inhalte einbringen zu können. Daraus hatte sich diese Aussage abgeleitet zu sagen, wir können uns an der Stelle nicht vorstellen, so wie sich die CDU und die FDP aufgestellt haben, hier zu einer Zusammenarbeit zu kommen. Das hat die FDP auch gemacht im Hinblick auf eine Ampel. Es gibt sozusagen Ausschließeritis in NRW, die jetzt dazu geführt hat, also die SPD hat ja jetzt auch gesagt, keine große Koalition, dass eigentlich nur noch Schwarz-Gelb bleibt oder eben Neuwahlen. Ist das klug in der Demokratie, sowas zu tun? Grundsätzlich müssen Demokratinnen und Demokraten miteinander sprechen und ausloten, wie man einen Wählerinnenauftrag, Wählerauftrag umsetzt. Dazu sind wir Grünen auch immer bereit. Das haben wir deutlich gemacht. Man muss sich nur keine Illusion darüber machen, ob das dann am Ende passt oder nicht. Und hier in der Situation ist es jetzt so, dass für Nordrhein-Westfalen Schwarz-Gelb eine Mehrheit hat im Parlament. Und deshalb hoffe ich, dass eine Regierungskonstellation und eine Klärung dieser Prozesse jetzt nicht weiter auf die lange Bank geschoben wird. 6% in NRW, wo ein Fünftel aller Wahlberechtigten in Deutschland lebt. Deswegen wird es ja auch kleine Bundestagswahl genannt. Jetzt steht die Bundestagswahl demnächst an im Herbst, im September. Was bedeutet das Ergebnis für den Bund? Müssen Sie was ändern? Welche Botschaften nehmen Sie damit? Also das war jetzt erstmal eine nordrhein-westfälische Wahl, eine Landtagswahl mit allen Besonderheiten dieses Bundeslandes Nordrhein-Westfalen. Wir haben in der Woche davor die Schleswig-Holstein-Wahl gehabt, die auch eine Landes
Wahl war, mit auch allen Ergebnissen. Am Sonntag davor haben wir uns alle sehr gefreut. Interessant, mit den das sagen Wahlverlierer immer. Ist nur eine Landtagswahl. Leuten. Und wenn sie gewinnen, dann sagen sie immer. Nee, es ist eine Landtagswahl mit allen Dingen, die zu Nordrhein-Westfalen gehören. Und die gilt es auch in unserem Landesverband jetzt zu besprechen und zu überlegen, woran hat es gelegen. Aber die Frage, was kann man jetzt neu, was kann man auch für den Bund daraus schließen für uns, ist, glaube ich, klar, dass wir deutlich machen müssen, warum braucht es starke Grüne in diesen Zeiten. Und das müssen wir, glaube ich, sehr zugespitzt, sehr klar rüberbringen. Das wäre für mich so was, wo ich sage, mit Blick auf September muss das deutlich werden, weshalb braucht es die Grünen und was sind die Themen, die durch die Grünen vorangebracht werden und durch andere Parteien nicht. Ist interessant, dass Sie es ansprechen, weil bei den Grünen denke ich sofort an Klimaschutz, Ernährung, Tierwohl vielleicht noch, Bio-Lebensmittel. Im Moment höre ich aber oft zum Beispiel Kritik an der Türkei, Auseinandersetzung mit dem türkischen Referendum und weniger über diese Themen, die ich als Kernthemen als Wähler wahrnehme. Machen Sie da was falsch? Also es ist immer gut zu fragen, ob man alles richtig oder falsch macht. Und ich glaube, dass eine gewisse Selbstreflexion immer gut tut. Da gehöre ich auch immer mit zu denen, die da gerne bereit ist und das tut. Ich glaube, dass gar kein Weg daran vorbeiführt, dass im Kern die ökologische Frage, dadurch, dass sie eine so zentrale Existenzfrage inzwischen wird oder geworden ist, ganz zentral mit uns Grünen verbunden wird und wir hier die Verknüpfung mit der ökologischen Modernisierung auch deutlich machen im anstehenden Bundestagswahlkampf. Aber darüber hinaus sind die Fragen, wie ist Deutschland, wann haben wir endlich ein Einwanderungsgesetz? Wie gehen wir eigentlich mit der Integration weiter um? Ehe für alle. Wie machen wir das beim Thema Gleichstellung? Also die ganzen Fragen rund um das Thema Demokratie, Freiheit, Bürgerrechte, weltoffene Gesellschaft sind eine ganz zentrale Herausforderung, auch angesichts des Erstarken des Rechtspopulismus in Deutschland. Und deshalb besetzen wir Grüne dieses Feld auch stark und stehen dafür. Und das Dritte ist natürlich auch die Gerechtigkeitsfrage, die in der Wahlauseinandersetzung und durch die Situation von Ungleichheit und der Frage, wie halten wir eigentlich unsere Gesellschaft insgesamt zusammen, sich für uns immer wieder neu stellt. Und deshalb ist es eher ein Dreiklang und wir reden nicht über ein Thema. Aber Ungleichheit zum Beispiel, da denke ich zuerst an die SPD, an Martin Schulz, der sagt, soziale Gerechtigkeit, das haben wir viel zu lange vernachlässigt, das müssen wir in den Mittelpunkt drücken. Da denke ich jetzt nicht als erstes an die Grünen. Vielleicht denken Sie aber an die Grünen, wenn Sie über globale Gerechtigkeit reden. Wenn wir darüber reden, wenn wir ökologisch so weiter wirtschaften, wie wir das tun und uns hier nicht auf einen neuen Weg machen. Oder wenn wir unsere unsere bäuerliche Landwirtschaft weiter so gestalten mit Massentierhaltung, industrieller Landwirtschaft und nicht umschwenken, dann werden wir die Frage der Gerechtigkeit in einer Welt nicht beantwortet kriegen. Und dann können wir in Sonntagsreden zwar über Fluchtursachen reden, aber wir werden es nicht schaffen, wirklich nachhaltig an diesen Fragen zu arbeiten. Und ich glaube, deshalb ist die Frage der Gerechtigkeit nicht nur eine nationale, hier für uns im Sinne der sozialen Gerechtigkeit, der Generationengerechtigkeit, auch die Geschlechtergerechtigkeit und natürlich der internationale Kontext spielen da eine Rolle. Und den definieren wir für uns als ganz gewichtiges Themenfeld. Landwirtschaft, da denke ich an Robert Habeck, aber nicht so sehr an Cem Özdemir. Und er hat ja zum Beispiel in Schleswig-Holstein letzte Woche 13% geholt, also ein sehr hervorragendes Ergebnis. Der stand auch zur Wahl bei Ihnen in der Partei als Spitzenkandidat. Cem Özdemir, da denke ich immer an schwarz-grüne Gedankenspiele, vielleicht noch an die Automobilwirtschaft oder an die Türkei, was jetzt nicht unbedingt Kernthemen sind. Das heißt, war es ein Fehler, dass er Spitzenkandidat geworden ist? Also erstmal ist es so, dass ich Monika Heinold und Robert Habeck also wirklich von Herzen gratuliere. 13% eingefahren in der Situation, auch abgesetzt vom Bundestrend. Tolles Ergebnis. Die Grünen in Schleswig-Holstein werden daraus jetzt was machen, da bin ich mir ganz sicher. Was denn? Toll.
werden wir sehen, werden die ganz autonom entscheiden. Die sind da in Diskussionen, sowohl parteiintern als auch in Sondierungen und Gesprächen mit anderen. Von daher wünsche ich denen viel Erfolg dabei, möglichst viele grüne Akzente und Inhalte in Schleswig-Holstein umsetzen zu können. So angesprochen auf die Frage Mitgliederentscheid, Urwahl. Es ist so, dass von unseren 62.000 Mitgliedern wir als Partei gesagt haben, wir lassen in einer Urwahl entscheiden, wer unsere Spitzenkandidatin, unser Spitzenkandidat wird. Daran haben sich 39.800 Menschen aus der Grünen Partei beteiligt und die haben die Entscheidung getroffen, dass Katrin Göring-Eckardt und Cem Özdemir die Spitzenkandidaten sind. Das ist jetzt so und das sind unsere beiden Spitzenkandidaten und die werden den Bundestagswahlkampf ganz maßgeblich an der Spitze für uns führen. Und da wird es auch keine Diskussion darüber geben, ob man einen solchen Mitgliederentscheid in Frage stellt. Das war eine Beteiligung der Basis. Die beiden sind unsere Spitzenkandidaten und die stehen für uns im Bundestagswahlkampf. Robert Habeck hat jetzt die Möglichkeit in Kiel, weil da gibt es diese Ausschließeritis nicht, eine Ampelkoalition zu bilden mit der SPD oder eher ein Jamaika-Bündnis mit der CDU. Was, auch wenn Sie jetzt noch nicht sagen können, wie es ausgeht, aber was würden Sie sich denn wünschen? Was wäre besser? Denn die CDU ist ja offenbar im Moment erfolgreicher. Das könnte sich ja auch für den Bund als mögliches Bündnis anbieten. Also da würde ich mich überhaupt nicht einmischen und auch nicht festlegen. Das werden die Leute in Schleswig-Holstein, allen voran Monika Heinold und Robert Habeck, mit dem Team, was sie gebildet haben, und der Landespartei ganz in Ruhe bewerten und entscheiden. Und am Ende im Kern zählt, was kann von den grünen Inhalten umgesetzt werden, in welcher Konstellation entscheiden die Leute auf Landesebene. Und da gibt es keine klugen Ratschläge der parlamentarischen Geschäftsführerin Britta Hasselmann. Ihr Kollege Jürgen Trittin war bei Anne Will ein bisschen auskunftsfreudiger oder hat da den Ratgeber gemacht. Hat gesagt, wenn man zwei große Partner zur Auswahl hat, also CDU und SPD, dann nimmt man den kleineren, denn da hat man mehr vom Kuchen. In dem Fall wäre das die SPD. Sehen Sie das also meine auch so? Art ist es nicht, kluge Ratschläge an Dritte zu geben und schon gar nicht über die Medien. Und das entscheiden die Leute vor Ort oder im jeweiligen Landesverband. Und ich habe alles Zutrauen in Monika Heinold und Robert Habeck, dass die das da toll machen im Interesse der Grünen und der Sache, für die sie streiten, und der Inhalte. Und deshalb werden Sie das bei mir nicht erleben, dass ich solche Ratschläge öffentlich erteile. Wenn ich meine, ich müsste mal wen anrufen, dann mache ich das, aber bestimmt nicht in einer Talkshow. Aber was wäre denn aus Sicht einer Bundespolitikerin im Hinblick auf die Bundestagswahl besser geeignet? Also es ist doch klar und offenkundig, dass wir in gesellschaftspolitischen Fragen mit der SPD mehr Schnittstellen oder Schnittpunkte haben, Übereinstimmungen haben, gerade in gesellschaftspolitischen Fragen. Umso mehr ärgert mich das im Moment, dass wir bei so Themen wie Ehe für alle oder Familiennachzug keinen Schritt weiterkommen im Parlament. Wir haben jetzt in dieser Woche das dritte Mal die 10-Wochen-Frist überschritten, sodass wir das Recht haben, das Thema Ehe für alle im Deutschen Bundestag zu diskutieren. Und immer wieder wird es von Union und SPD blockiert, damit man sich in dieser Legislaturperiode nicht zu dieser Frage, geben wir jetzt endlich einen Gesetzentwurf auf den Weg, der die Ehe für alle möglich macht und damit die Diskriminierung von Lesben und Schwulen aufhebt, die in diesem Land immer noch besteht. Und das ärgert mich vor dem Hintergrund, dass wir da mehr Übereinstimmung haben, erst recht. Aber das ist ja ein gutes Wahlkampfthema auch. Ja, leider ist es so, dass das wahrscheinlich für die Menschen, die betroffen sind von dieser Diskriminierung, auch im Jahr 2017 immer noch nicht gelöst ist. Und seien Sie versichert, mit uns wird es eine nächste Beteiligung an irgendeiner Regierung nur geben, wenn die Ehe für alle, wenn wir da wirklich was erreichen und auf den Weg bringen. Das Gleiche. Ich glaube auch, dass das Thema Einwanderungsgesetz so zwingend notwendig ist, endlich auf den Weg zu bringen. Hier haben wir Grüne eine Idee, haben einen Vorschlag gemacht. Bisher gibt es null Reaktionen der anderen Parteien darauf. Das finde ich sehr bedauerlich. Ich habe noch 10 persönliche Fragen an Sie. Oh ja, dann bin ich gespannt. Beginnen wir mit einer Frage, die ich immer schon mal stellen wollte.
Gibt es Bielefeld wirklich? Also es gibt Bielefeld und ich als zugezogene Bielefelderin, ich bin ja Niederrheinerin, lebe total gerne in Bielefeld und bin eine der überzeugtesten Bielefelderinnen und Bielefelder. Dort leben inzwischen 330.000 Menschen. Es muss nicht jeder und jede da wohnen. Wir haben es ganz schön. Schönster Ort in Bielefeld? Der Siegfriedsplatz. Ich dachte, Sie würden jetzt sagen, die Alm, weil Sie Fußballfan sind. Ja, bin ich. Und zwar ganz leidenschaftliche und nicht erst seitdem ich Mitglied des Deutschen Bundestages bin und es hier Fanclubs gibt, sondern ich habe schon seit vielen, vielen Jahren eine Stehplatz-Dauerkarte für Arminia Bielefeld und die geht auch zu jedem Heimspiel, entweder mit mir oder mit wem anders. Was wollten Sie immer schon mal machen, haben es aber bisher nicht geschafft? Also ich habe noch ganz viele Ideen und Wünsche, was ich machen würde, aber ich war zum Beispiel noch nie in Nepal. Vielleicht irgendwann die Möglichkeit. Ich gehe gern in die Alpen wandern, aber dorthin habe ich es noch nicht geschafft. Sie sind ja Sprecherin für Kommunalpolitik. Was wäre unsere Gesellschaft ohne Kommunalpolitiker? Also dann könnten wir alle, und da kommt es jetzt nicht nur auf die Grünen an, sondern wir hier im Bund oder auch auf Landesebene überhaupt nicht in der Art und Weise politisch arbeiten, wie wir das heute tun. Das ist wirklich das Fundament, das ist die Basis. Und das sind im Kern die Leute, die vor Ort für Bürgerinnen und Bürger ansprechbar sind, jeden Tag auf der Straße, bei der Arbeit, im Ehrenamt engagiert sind und sich Gedanken darüber machen, wie kann ihre Stadt, ihr Gemeinwesen vielfältig, lebendig sein? Was für Veränderungen braucht es vor Ort? Ich habe da totalen Respekt davor, was die Leute da vor Ort aus Überzeugung leisten und wie sie sich engagieren für ihre Stadt, für ihren Ort, für ihren Landkreis. Toll. Können Sie dann verstehen, dass es den Politikerberuf nicht so gut hat oder dass der nicht so angesehen ist, dass da Probleme gibt? Ja, klar, ich meine, das weiß ich ja. Das ist ja keine Neuigkeit. Wir haben als Politikerinnen und Politiker vor allen Dingen die hauptberuflich oder, sage ich mal, für eine Zeit Mandatierten kein besonders hohes Ansehen. Dafür tragen wir zum Teil selbst Verantwortung dadurch, dass wir vielleicht mit bestimmten Dingen nicht vernünftig umgehen. Oder es immer wieder auch Skandale, Unterstellungen gibt, wie Politikerinnen oder Politiker sich verhalten. Man kann selbst nur seinen Beitrag dazu leisten, dass das besser und anders wird, indem man offen auf die Leute zugeht, sich anbietet, sich erklärt, die Arbeit erklärt, die man im Deutschen Bundestag macht und auf die Menschen zugeht. Das ist ganz wichtig. Größter Grüner aller Zeiten. Größte Grüne aller Zeiten, Petra Kelly. Ich möchte nämlich nicht nur über Männer reden innerhalb der Grünen Partei. Ohne die Frauen innerhalb der Grünen wäre die Partei ein ganzes Stück ärmer gewesen. Reden wir weiter über Frauen, lieber Merkel oder Schulz? Mir geht es nur darum, wie die Grünen abschneiden. Diesel oder Benziner? Ich fahre einen Toyota Auris Hybrid. Denke ich an Dobrindt in der Nacht? Oh je, also Gott sei Dank keine Albträume, aber ich meine, Dobrindt ist im Umgang mit diesem Parlament eine Katastrophe. Null Respekt, ich finde kein vorbildhaftes Verhalten gegenüber dem Parlament und macht eigentlich nur Dinge auf eigene Rechnung. Er hat auch die Maut eingeführt, wo die Rechnung auch oft kritisiert wird, weil man sagt, da kommt nicht mehr bei rum, als die Erhebung der Maut eigentlich kostet. Trotzdem folgt die Maut einer gewissen Logik, die sich vielleicht diese Woche erschließt, denn dann wird die sogenannte Infrastrukturgesellschaft beschlossen. Dafür muss extra das Grundgesetz geändert werden. Da wird eine Firma geschaffen, wo quasi die Autobahnen hin übertragen werden sollen. Und diese Firma soll zukünftig den Autobahnbau in Deutschland finanzieren. Welche Rolle spielt da die Maut und können Sie die Logik verstehen? Also ich kann die Logik von Dobrindt ganz oft nicht verstehen. Politisch teile ich seine Projekte und Einstellungen überhaupt nicht. Ob es die Verschleierung des Abgasskandals ist, ob es die Maut ist, die er wider jede Vernunft
und jede finanzielle Basis europafeindlich auf den Weg gebracht hat. Und jetzt kommt das nächste Projekt, was er sich in den Kopf gesetzt hat, unter dem Label Autobahnprivatisierung. Ich denke, auch dieses Projekt ist zum Scheitern verurteilt, weil eigentlich ist die Erfolgsbilanz gleich null, wenn man sich dieses Ressort und diesen Minister ansieht. Und anstatt an wirklich großen Herausforderungen wie der Verkehrswende endlich mal zu arbeiten, gibt es immer ein, zwei Lieblingsprojekte, auf die stürzt er sich. Und am Ende drückt er sie vielleicht wie die Maut gerade dann noch durch, weil es in der Koalition so verabredet war, aber nicht, weil es vernünftige Argumente dafür gibt. Aber wieso ist die Maut wichtig für die Infrastrukturgesellschaft? Ja, weil es da ja auch um die Einnahmen geht, ist doch klar. Ich meine, irgendworauf baut er diese Infrastrukturgesellschaft ja auf. Und wenn er glaubt, er braucht diese Verbindung sozusagen zwischen Mauteinnahme und Infrastrukturgesellschaft an der Stelle. Ich hoffe, dass er das Ding nicht mehr hinkriegt in dieser Legislaturperiode und in der nächsten dann keine Chance hat auf Umsetzung. Hat Sie das gewundert, dass die Große Koalition, das sind ja mehrere Grundgesetzänderungen, die mit Zweidrittelmehrheit beschlossen werden müssen, dass die jetzt quasi so kurz vor Ende der Legislatur noch auf die Tagesordnung gesetzt werden? Ja, wir haben ja ziemlich lange über das Thema Bund-Länder-Finanzausgleich und die Neufassung diskutiert. Ich habe von Anfang an das für eine schwierige Vereinbarung gehalten, die Union und SPD da getroffen haben. Noch nie hat das so fern vom Parlament stattgefunden. Wir wurden erst, nachdem Bund und Länder sich geeinigt haben, mit einem Ergebnis konfrontiert. Und jetzt führt das am Ende dazu, dass wir 12 oder 13 Grundgesetzänderungen auf den Weg bringen. Wir sind da nicht mit allem einverstanden als Grüne und werden die Debatte natürlich auch inhaltlich intensiv mitbestreiten. Die Befürchtung einer Autobahnprivatisierung ist deswegen groß, weil man mit den Mauteinnahmen, die in diese Infrastrukturgesellschaft fließen sollen und die auch nur noch dann für den Straßenbau ausgegeben werden dürfen und nicht wie bisher auch in andere Verkehrsinfrastrukturprojekte, dass damit auch privates Kapital, zum Beispiel von Versicherungen, angezogen werden kann. Ja. Inwiefern teilen Sie diese Sorge, dass damit quasi die deutschen Autobahnen in irgendeiner Form privatisiert werden und damit irgendwann auch zum Beispiel die Maut erhöht wird, damit die deutschen Autofahrer dann diesen Autobahnbau auch bezahlen müssen? Ja, wir haben ja die ganze Konstruktion kritisiert. Der ganze Aufbau, auch dieses Thema, was Sie ansprechen über die Versicherungsgesellschaften. So, und wir erleben gerade an anderer Stelle, wir klagen gerade vor dem Bundesverfassungsgericht auf unsere Informations- und Auskunftsrechte. Und wir erleben gerade, dass seit Jahren, dass die Bundesregierung da ganz zurückhaltend ist, immer mit dem Hinweis darauf, dass es sich hier ja um ein Unternehmen handelt, was nach dem Aktiengesetz dann agiert. Und deshalb muss man uns gegenüber als Parlament keine Auskünfte erteilen. Dabei geben wir jede Menge Steuermittel in diese Gesellschaft. Und deshalb haben wir mit sehr, sehr großer Vorsicht und großer Skepsis und Ablehnung verfolgt, wie diese Infrastrukturgesellschaft hier jetzt aufgesetzt wird. Das heißt, das hat das mit der Großen Koalition zu tun oder ist das insgesamt ein Problem? Naja, das ist insgesamt ein Problem. Ich bin auch gespannt, wie das Bundesverfassungsgericht demnächst entscheiden wird. Noch steht die Entscheidung ja aus. Aber so dieses, wir lagern mal einen Bereich aus, geben das in eine Unternehmensform und entziehen sozusagen die Kontrolle dem Parlament, das wird hoffentlich keinen Bestand haben. Das sehen wir sehr kritisch. Sie können dafür kämpfen, dass die Leute Sie wählen und das nicht passiert. Ihnen, liebe Zuschauer, noch einen schönen Tag. Bilden Sie sich Ihre Meinung. Machen Sie es gut. Bis dahin. Tschüss.